Ja, vielleicht da, wo die Gegner herkamen. Vielleicht da rein. Das ist ja so eine Garage. Hier, die hier sieht ja. Meinst du die hier? Hilf mir beim Heben. Die ich aufmachen kann? Ja. Glaubst du, das ist eine Garage? Du auch. Du. Bibub. Oh, hier sind gar irgendwelche Tanks. Mit Gift oder so drin? Das ist klar. Die machen mir Angst, die Tanks. So ein Gas habe ich noch nie gesehen. So, bin wieder komplett auf Damage geskillt. Ich mach's mal aus. Entdeckt! Feuer eröffnet! Das war's dann mit dem Schleichen. Was Schleichen? Das ist so ein Kampfroboter. Wie komm ich denn da durch? Einfach mit einem Stim? Okay. Achso, ich hab meinen Scan da drin. Ups. Ah, guck mal, jetzt siehst du alle. Jetzt kannst du die Code stealthen. Die haben dich noch nicht gesehen. Jetzt haben sich alle gesehen. Okay. Hab sie! Wo schleichen wir, wenn man den Todeshammer hat? Kannst du nochmal scannen? Nee, im Kampf dauert es ewig, bis es wieder bereit ist. Hier sind auf jeden Fall sehr viele. Ausgeknipst. Klasse. Ich hab eine Mine zwischen ein paar geworfen. Ach du Scheiße, sind das viele! Ich hab vielleicht alle getriggert. Sterbe. Ich bin tot. Hä? Kann mir das Gas auch wehtun? Oh. Du bist tot. Ja. Ich bin einfach. Ich hab mich hier nichts gehauen. Ich bin einfach tot runtergefallen. Das sind definitiv keine Star. Okay, machen wir es jetzt anders. Dann nochmal dein Scan. Ja, das Gas tut mir weh. Okay. Das ist klar. Scan. Stimpack? Stimpack ist offen an. Muss ich dann den Scan weglegen? Okay, dann. Lass den Dings drin, ja. Scan? Ja, der ist mir wichtiger gerade, damit ich Gegner durch die Wand sehe. Klasse. Okay, aber trotzdem noch sehr lange Cooldown. Wie viele Dibis hat Sinn hier überhaupt stationiert? Ah. Oh, hier! Herr hier! Gehen in 10 Sekunden wieder bereit. Oh, der ist gelb, aber hat noch nichts gecheckt. Scan? Sind nur ein paar. Haha! Ich bin ja unsichtbar. Na gut, das ist ein bisschen eng da. Lass mal den weg. So, dann den. Die anderen haben dich noch nicht bedeckt hier in den Raum. Nee, das war ja auch nur die. Ja, aber der andere ist gerade mitten allen zwischen allen durchgerannt, der NPC. Sind alle triggert? Nee, jetzt gerade nicht mehr. Hast du die Gaskanister gesehen? Du kannst scheinbar auch auf diese schießen. Ja, hab ich gesehen gerade durchs Markieren. Feind ausgeschaltet. Ich hab 2 getötet. Warum mag man da nicht nachladen? Oh. Warte, ich rette dich. Warte, ich bin gleich da. Weil er einfach nicht nachgeladen. Okay. Wo sind die alle hin? Hast du alle getötet? Eigentlich nicht. Warte, ich mach mal hier mit der Sniper. Bam. Willst du das Rohr abschießen, dass das Gas aufhört da drin? Okay, die Luft ist rein. Kannst du mal die Rohre markieren? Hier sind noch mehr Gaslecks.
Fast so, als wolle uns jemand aufhalten. Das hier zum Beispiel? Nö, das geht dann los. So. Ich kann die aktivieren, die Rohre. Die aktivieren wahrscheinlich. Komm ich da rein? Nicht, dass das Gas dich jetzt tötet. Pass auf. Okay, du wolltest nur die Waffe, ich verstehe schon. Kannst du's. Nee. Nö. Warte, ich laufe. Der Flur hinter dem Gas. Okay. Hier ist eine Tür. Ich kann keine Tür öffnen. Hilfe. Eins nach dem anderen. So. Okay. Ich kann Munition mitnehmen. 3, 2, 1. Hallo. Komm. Scheiße, eine Schau! Ein Kettenblitz tötet eben bestimmt. Oh oh. Ja, ich verstehe dein O. Weiß nicht, wo das Vieh hin ist. Ladung, hey, wie cool ist das denn? Ja? Oh, da ist er wieder. Sie ist zurück! Will man sterben jetzt hier? Oh, das hat mir wehgetan. Endlich. Oh Mann. Es gibt mir trotzdem noch alles. Weißt du, ich würde jetzt echt gern dieses Labor finden. Ja, tun wir das. Ey, das ist ja echt. Hier hast du ein bisschen Muni für alles. Ja, hier liegt überall Munition zum Glück. Aber danke dir fürs Aushelfen mit Munition. So, ist alles nachgeladen? Ich glaube ja. Wo geht's denn weiter? Ja, wo wohl? Ach, hier ist eine Tür. Durch diese Tür bestimmt. Bam! Okay, doch nicht. Sie klemmt. Fuß gebrochen, schade. Del, hilf mir beim Aufmachen. Ja, ihr seid so stark. Oh. Das fühlte sich übel an. Darf ich mein Licht mal anmachen? Mach mal Licht. Hallo. Hey, Kinder, wie läuft's denn so? Klasse Timing, Marcus. Zwar weder Labor noch Stasetanks, aber das ist eine Art Gefängniszelle. Gefängnis? Dann siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe. Ich habe nur gehört, Niles Sampson, der leitende Forscher dort, hätte an Kindern von Emulsionsopfern herumexperimentiert. Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herumexperimentiert. Wofür durfte ich die Zelle öffnen? Ich hatte euch ja davor gewarnt. Du kannst ihn selber fragen. Halt, was? Wie kann er noch leben? Er hat sich als KI-Konstrukt verewigt. Such das Labor und Niles. Ohne Witz. Ich finde das so gruselig hier. In diesem Gefängnis. Hilfe. Aber ich hab den Skillpunkt. Das ist, weil du so gierig bist. Das hat ja. Das hat er mit Absicht in die Gefängnisse eingebaut, um so Gierlappen wie dich umzubringen. Ja, Jack, so. Mach mal Licht. Ah, den Dialog wollte ich unbedingt nochmal hören. Hey, Kinder, wie läuft's denn so? Mein Skillpunkt ist immer noch drin. Okay, ich warte, ich ändere mal auf. Kannst du Dings anmachen nochmal? Das ist eine Art Gefängniszelle. Gefängnis? Dann siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe. So, mit Stimpackings. Emulsionsopfern herumexperimentiert. Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herumexperimentiert. Gruselig, kannst du mal hier diese Tür öffnen? Ich wähle gerade wieder meinen Scanner. Was? Wie kann er noch leben? Er hat sich als KI-Konstrukt verewigt. Such das Labor und Niles. Tür wird geöffnet. Ich warte nur auf den Jumpscare. Hier ist leider nichts drin.
Doch, das ist Lore. Ja, das war's. Mehr ist hier nicht. Markus, wusste die Chor, was dieser Geist getrieben hat? Nochmal drei Punkte? Was ist das? Weihnachten? Hier ist nichts, hab ich gesagt. So einem Zeug hab ich der Chor nie getraut. Nicht mal, als meine Frau sie geleitet hat. Umso weniger Munition im Scan zu sehen ist, umso weniger Gegner werden auf jeden Fall auftauchen. Patientenanalyse. Vor dem Verlust des Sprachvermögens klagte die Versuchsperson regelmäßig über Schmerzen in Gelenk und Lunge. Ja, ne? Das klingt wie ich. Jetzt kann es nicht mehr klangen, weil hat ja die Sprachvermögen verloren. Sie war bereits vor Beginn der Tests einer erheblichen Emulsionsbelastung ausgesetzt. Nachdem die Rostlunge im ganzen Körper mit Tassen ausgebildet hatte, verstarb die Person. Schade. Irre. Was ist für ein leuchtender Kasten? Bin ich? Kannst du da hinten nochmal leuchten? Du bist meine Lampe, deswegen. Oh, Leichenhalle! Ich bin nicht die Lampe. Sag mir einfach immer, wo ich hingucke. Hier, ich da versuch, rein. Ja. Freust du dich schon auf den Jumpscare, der gleich kommt, Mann? Ich warte nur keine darauf. Keine Jumpscares in Videospielen. Wurden offiziell verboten. 2028. Wollen wir in den gruseligen Dead Space Raum da gehen, der so lustig flackert? Ne, komm mal hier, er ist. Ich kann durch die Wand sehen. Ich sehe da, was da drin ist. Okay, ja. Leuchte nochmal hier lang. Ja. Oh, leerer Gang. Ja, okay, gut, also. Okay. Niles hatte wohl ein Lieblingsversuchsobjekt. Ohne Witz, das ist so fucking gruselig. Ich bin aus meinem Kinderzimmer. Oh, wie süß die Zeichnung mit dem Teddybären, den Luftballons, den Monstern. Ja, warum ist dein Kind, was mit einem Monsterhändchen hält? Ist bestimmt von dir. Du und die Locust. Beste Freunde. Oh, Joyce, hast du den Plot des Spiels jetzt schon genommen? Das Lieblingsversuchskind, was dir alles gemacht hat, das war ich. Und er, durch die ganzen Versuche wurde ich mit den Locust verbunden. Joyce, hast du alles verraten? Ich weiß nicht, ob es so ist. Ist es wirklich so ist, oder haben wir alles ruiniert? Kannst du irgendwie durchs Fenster gehen? Ich komme nicht weiter. Sieh. Es zeigt irgendwie aufs Fenster die ganze Zeit. Sie haben das Kind überwacht. 100% war ich das Kind, was dich hier beobachtet haben. Ah ja, dankeschön. Das ist abscheulich. Das hier liegt eine Waffe. Es ist so logisch, dass ich das Kind bin. Es ist so logisch. Markus, wer war dieser Niles? Was genau hat er gemacht? Das war geheim. Aber es hatte etwas mit den Locusts zu tun. Nee, das bist also du doch nicht. EV1A4 wurde ich kann die Wörter nicht lesen. Kommen wir einfach weiter. Emulsionskonzentrationen ausgesetzt, die sich bisher ausnahmslos als tödlich erwiesen haben. Dennoch zeigt sich keinerlei Anzeichen eines Zellverfalls. Eher im Gegenteil. Leuchte da rein. Leicht. Oh, hier ist nichts. Leucht oder Automaten. Leucht. Rechts, leucht links. Leucht fertig. Leider. Ich kann nicht jetzt. Ja, weil ich gerade hochgegangen bin. Frechheit. Ob der hier Experimente an Monstern durchgeführt hat? Nö. Hier ist das Labor. Gut. Ihr müsst euch aber von den Tanks fernhalten. Wieso? Was ist da drin? Die frühen zornigen Früchte von Niles Arbeit. Man nennt sie Sires. Bei unserer letzten Begegnung waren sie etwas launisch. Launisch. Toll. Findet Niles. Er muss in der Nähe sein. Niles, hallo. Da sind überall so Tanks mit den Dingern. Ja. Bestimmt, dass er so eine Privatarmee hat. Ich schon. Mal wen, dass ich nicht mag. Lass hier übernachten. Ja, okay. Mach ein Video daraus. 24 Stunden im gruseligen Niles-Labor. Ja. Extrem. Challenge geht schief. Hier schläft einer und hat voll den Buckel. So langsam glaube ich, dass dieser Niles kein netter Kerl war. Patientenanalyse.
Die finale Verwandlung von RK-619-4 hat etwa 18 Stunden vor dem Tod stattgefunden. Recht enttäuschend, da die Zellen des Versuchsobjekts ursprünglich fast so stark von der Emissionsbelastung profitiert hatten, wie die vom Versuchsobjekt EV-1849. Es ist an der Zeit, einer harten Wahrheit in sich zu sehen. Die Reaktion von EV-8 auf der Emissionsbelastung ist möglicherweise völlig anormal. Was? Ein Kind ist besonders. Er glaubt, dass ihr Körper jetzt etwa halb so schnell altert, wie das eines normalen Mädchens. Stell dir vor, ich bin einfach uralt. Diese ganzen Plot-Twists, ich gerade. Oh, wir sind jetzt bei Stranger Things. Jetzt gehen wir in die Dark World. Komm schon. Ich bin bereit für diesen Widerling Niles. Hier ist Munition. Panik. Aber meine Lampe geht nicht mehr. Sind hier Skillpunkte? Ich such schon, aber meine Lampe geht hier nicht mehr, ich erkenne nichts. So eine Idee, was du den Kerl fragen wirst? Du weißt schon, wegen deiner Verbindung. Wahrscheinlich befrage ich ihn zuerst zu der ganzen Sache mit den eingesperrten Kindern. Okay, verständlich. Und dann? Und dann... Was hat das alles mit mir zu tun? Was liegt hier? Ich kenn's nicht. Ich auch nicht. Leichen? Wir gehen mal weiter. Jo. Direkt hinter dir. Über dir. Sieht aus wie ein Serverraum. Ja. Ja, wir suchen ja eine KI. Das ist der Hochlade. Hier ist was zum Aufheben. Er kennt es zwar nicht, aber... Abgenutzte Festplatte! Nice. Blablablub. Okay. Das ist der Hochladeraum von Erik. Ja. Das ist sein Streaming-Computer. Er besteht aus so richtigen Reaktoren und so. Okay, Markus. Ja, und das ist seine Internetverkabelung und so. Schalter, um seine KI zu aktivieren. Und dann setz die Aluhüte auf. Hast du einen Aluhut dabei? Leider nicht. Also du kannst mich aufsetzen, ich bin bestimmt aus Aluminium. Markus, das hat nicht geklappt, was... Hört ihr zu? Okay. Werden wir zuhören? Hört zu! Hört mir endlich zu! Das ist wirklich, Niles. Nach all den Jahren immer noch völlig irre. Jack, komm her und schnapp dir sämtliche Dateien. Oh, hallo? Wie unanständig. Hey, fängt Jack sich ein Virus ein, wenn er sich einklingt? Ich weiß nicht. Schrub ihn einfach gründlich ab, wenn ihr fertig seid. Ah, shit. Die meisten Dateien sind beschädigt, aber in einigen davon steht etwas namens Kadar. Sagt ihr das was? Nein. Mir aber schon. Ich werde Bert einen Blick drauf werfen lassen. Was war das? Scheiße! Komm schon, Chef! Die letzte Reinigung. Hat sie begonnen? Darf ich auslöschen? Nein! Vergiss es! Wir müssen los! Wie sagte doch jemand so schön? Gut Nacht! Markus! Mir füllt sich alles mit Gas! Da liegt sie raus da! Weg hier! Los, los, los! Und rennst du? Ey, hatte Panik. Aber ja, zum Licht nach draußen. Warum? Ja, ich wollte gerne in den Sackgasse mich vergasen. Ich sterbe gleich. Ich glaube, dass der Roboter jetzt böse wird. Also noch böser, als er sowieso schon ist, glaube ich. Ja, die haben ja alle anderen Roboter auch korrupt gemacht. Ach, wirklich? Hier lang. Oh Mann! Sag mir, dass Jack genug Daten von diesem Spinner hat! Kate, da kommen Feinde! Bist du dir sicher mit diesem Dachplan? Rüber auf die andere Seite! Okay, ja gut, dann
Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Oh Leute, da kommen die Loco-Boko. Nachladen und Feuer. Erwischt, erwischt! Dann geh weiter! Okay, ich habe alle Kampfskills drin. Ich nehme mal Munition mit. Und du bist schon alle tot. Okay. Ja, du warst noch am Skillen, da muss doch einer wenigstens. Kann ich bitte unsichtbar werden? Hallo? Danke. Okay, durch das Gebäude. Ich wurde teleportiert wegen dir. Oh. Okay, dann passe ich ein bisschen auf. Alles gut. War nicht schlimm, ist mir nur aufgefallen. Ich bin Gott. Und gleich bist du wieder tot am Boden. Ja, ich bin schon rot. Aua. Die haben Minen gelegt. Du bist der Tod. Ja, weil die so ein Elektrofeld gelegt haben. Das hat mich getötet und platzen lassen sofort. Kate, da kommen Feinde! Hat einfach so, dass ich gewonnen habe. Aua, oh nein. Krieg hier voll den Schaden. Erwischt. Ich sollte echt auf Leben skillen, ne? Nein, nein. Okay. Du darfst nur nicht sterben. Das ist das Einzige. Dann geh weiter. Ach so. Ja, das ist das Problem. Nett. Weißt du, wie du nicht stirbst? Okay, durch das Gebäude. Ich wollte nee, wie macht man das? Du musst AFK gehen. Aber was ist, wenn ich hier stehe und aber Linksklick gedrückt halte? Außerhalb der Gegner. Ach, war das deine Elektrogranate? Nee, ich will jetzt das erste Mal Granaten. Achso, nee, die machen einfach Elektrofelder beim Sterben. Du hast mich darauf gebracht, Granaten zu benutzen. Weg. Gas hin oder her, weiter! Weiter! Schreit sie. Oh, Granate mitnehmen. Ich hab eine Schockgranate bekommen. Oh. So Leute, ich habe wieder gecuttet. Sehr nice. Denn gerade als wir angefangen haben, da runter zu sliden, da wo Zombie jetzt ist, ist mein Spiel abgestürzt. Diesmal gehst du aber vor und dann passiert nichts. Leute, drück uns die Daumen, dass es jetzt nicht abstürzt. Und raus hier schnell! Es ist nicht abgestürzt! Da. Geil! Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Nur Hope. Kein schöner Ort. Stimmt. Ich glaube, ich hatte genug für einen Tag. Oder zwei. Oder für immer. Gehen wir zurück zum Skiff und sehen nach, ob wir eine Spur haben. Die Quelle allen Übels! Ja. Hat Bert was mit den Daten anfangen können? Eine Menge. Kurz bevor der letzte Wissenschaftler New Hope verließ, hat ihm jemand eine Nachricht aus einem Labor aus Mont Kadar geschickt. Der ehemaligen Locust-Hochburg. Okay. An diesem Ort habe ich viel gekämpft. Von einem Labor habe ich noch nie gehört. Naja, das ist doch gut, oder? Für uns. Wenn du meinst. Das Problem ist, dass die Herkunft der Nachricht verschlüsselt ist. Okay, dann verfolgen wir die Nachricht zurück zu ihrem Ursprung. Über die Funktürme, die sie passiert hat. Es hat einen Grund, warum wir dich dabei haben. Geh einfach raus und suche einen der Türme, dann finden wir auch den Weg zurück. Okay, geht klar. So, du bist wieder verbuggt? Ja. Dann würde ich sagen, da ist das wieder ein Kapitel war von dem Akt, dass wir einfach mal eine Pause machen. So viele technische Probleme wie heute waren. Ja, bei der nächsten Session wird alles besser. Alles deine Schuld, weil du ein Roboter bist. Ich kann ja theoretisch noch alles. Also so schlimm ist der Bug nicht bei Warum mir. Warum bist du nicht von Apple? Spaß. Weil die Reparaturkosten da nicht bezahlbar wären. Wenn du jedes Jahr neuen kaufen müsstest, ich will derselbe bleiben. Der neue Dave, so dann einfach so mit 50 Kameras um dich herum. Ja, genau. Ja, kostet dann das Zehnfache. Aber im Prinzip dasselbe. Weil die Leute hey Leute, dann ja, bis zur nächsten Folge, Mann. Tschüss. Das war die Folge Gears 5
zusammen mit Zombie. Gerne könnt ihr natürlich eine Bewertung dalassen und einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Zombie würde sich freuen. Wir alle würden uns freuen. Und wir, liebe Leute, sehen uns in der nächsten spannenden Folge wieder. Danke fürs Zusehen.